Diese Oper ist den Opfern der Katastrophe von Fukushima gewidmet. Wie gelingt die Übersetzung in die Musik? Ich nutze den Umstand, dass wir jetzt ein Klavier haben und können die Musik einmal ein bisschen analysieren. Dann kann man darauf eingehen. Was ich jetzt allerdings sage, ist zum Teil von Toshio Hosokawa selbst unterstützt und zum Teil ist es meine eigene Auffassung, dadurch, dass wir jetzt 6 Wochen daran gearbeitet haben. Also meine Meinung ist die, Hosokawa geht von einem Naturzustand aus, der zunächst einmal ein Zustand vor der Katastrophe ist. Er sagt zum Beispiel selber, es beginnt am Anfang mit dem Rhythmus des Universums, das sind diese tiefen Schläge, die ich schon anlässlich des Klavierauszugs gezeigt habe, die in einen Rhythmus kommen, lange Pause, dann wieder, lange Pause, ein bisschen verändert, aber eigentlich ein ruhiger Puls der Natur. Und dann gibt es eigentlich Klänge, die sind ganz archaische Klänge. Man könnte denken, dass eine Bruckner-Symphonie so losgeht. Es ist einfach eine Oktave, eine Quinte, das sind die Urintervalle, das ist in der 5. Szene. Und dann sagt nachher die Claudia, lass uns nach Hause gehen. Sie möchte wieder in diesen Zustand zurück. Man könnte natürlich auch an Rheingold denken, eine berühmte Wasserdarstellung. Da haben wir auch dasselbe, Oktave, Quinte. Dann kommt die Terz. Bei Toshio Hosokawa gibt es das auch, allerdings durch die Strahlung, das ist jetzt meine Spekulation, jedenfalls durch die moderne Technik, ist das Meer nicht mehr sauber und die Welt und die Luft. Und deswegen nimmt er ein Tonfeld, das besteht in sich aus gleichen Abständen, immer klein und groß. Das geht dann so. Das ist klein, jetzt groß, wieder klein, wieder groß, wieder klein, wieder groß. Da habe ich jetzt den Klang von Rheingold drin. Kann ich filtern. Aber ich habe eben auch direkte Störtöne oder das wird aus der Natur, aus dem Naturzustand in der heutigen Zeit. Er macht es etwas subtiler, das war jetzt zu Demonstrationszwecken zum Beispiel so. Der richtige Klang wäre zum Beispiel das ist der Schluss von Mahlerlied von der Erde. Da heißt es, die Erde wird lange feststehen und ewig blauen Licht die Ferne. Einen ganz ähnlichen Klang gibt es hier auch, aber jetzt kommt die moderne Verschmutzung dazu. Man erkennt es noch. Jetzt nehmen wir einen Ton davon raus und nehmen ein bisschen aus dieser Halbtonfolge. Jetzt nehmen wir den nächsten und verstimmen den auch. Gerade für Japan ist ja die Erfahrung mit der nuklearen Kraft eine ganz furchtbare, traumatische durch Hiroshima und Nagasaki. Diese wirklichen Menschheitsverbrechen, die ja nicht nur an den Japanern begangen wurden, sondern stellvertretend an der Erde selbst. Und der eigene Umgang damit und das Nichtaufarbeiten hat ja zu dieser großen Entwicklung der Atomindustrie geführt, die ja auch jetzt gerade wieder versucht, die Protestbewegung, die es noch gibt, im Keim zu ersticken. Und wir sind ja in sehr bewegten Zeiten, was das angeht. Hat ja auch für uns Deutsche einen unmittelbaren Einfluss gehabt. Und die Autoren, der Textautor und der Komponist, haben sich das sehr genau überlegt und nehmen die Geschichte ins Spiel. Das möchte ich noch zeigen. In der Geschichte ist von einem No-Spiel die Rede. Das ist eine jahrtausendealte
japanische Tradition des Theaters. Und dort bereits gibt es die Themen, dass wir eine Grenze zum Jenseits nicht mehr klar ziehen können. Eine Mutter, die ihr Kind sucht und denkt, sie sieht es noch und das Kind wird aus dem Jenseits zurückgeholt, es sieht sie aber nicht mehr. Es gibt so viele Parallelen zu dem Problem der nuklearen Strahlung, die wir nicht sehen, nicht hören, nicht riechen, aber die uns dann unmittelbar kontaminiert und beeinflusst. Und er nimmt für dieses No-Spiel einen ganz archaischen Klang, ganz ähnlich wie das, was wir eben gehört hatten, aber jetzt noch diesen. Wenn ich das jetzt zusammenziehe, wenn ich sehe bei der alten pentatonischen Musik, das, was man sofort irgendwie mit asiatischer Kultur assoziiert, aber jetzt nimmt er dieselben Verstimmungen sehr langsam vor, auch das No-Spiel ist nicht mehr so vergangen, wie es sein könnte. Zum Beispiel, oder? Wirkung. Vordergründig ist diese Musik sogar sehr schön. Und man denkt dann, ah, es ist doch etwas, was ich von asiatischer Musik kenne und erwarte. Aber dann über die lange Zeit, in der diese Klangflächen sich bewegen, kann man die Spuren der Katastrophe immer genauer hören und erkennen. Und das eigentlich Dramatischste ist, dass diese Katastrophe uns begleiten wird, ob wir wollen oder nicht. Und da ist der asiatische Theaterbegriff, der nicht vordergründig ist, der subtil ist und uns mit dieser Offenheit der Klänge alleine lässt, glaube ich, auch dieser Katastrophe der angemessenste. Alles andere kann ich nur wieder sagen, kommen Sie und hören Sie. Das Klavier ist ein, ich gebe ein Foto von einer Skulptur. Sie müssen es von allen Seiten sehen und hören und in dieses Klangbad gehen. Einige Klänge sind körperlich spürbar, aber durchaus eine fantastische klangliche Erfahrung, die aber von unserer Zeit heute berichtet. Und ich finde persönlich, so soll Oper sein, so soll Theater überhaupt sein.